Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer Rezension von 2 wie Zimt und Zucker von Stefanie Gerstenberger und Manuela Martin. Ja, 2 wie Zimt und Zucker ist eine süße Liebesgeschichte mit Zeitreiseaspekt. Wobei Liebesgeschichte so ein bisschen weit gefasster ist. Warum, erkläre ich gleich. Hier geht es um Charlotte. Charlotte ist ein Kind der heutigen Generation, das heißt Smartphones, Laptop, YouTube, Internet, Gestalke, Facebook, alles was dazu gehört. Und ja, sie lebt zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Tante. Ihre Tante kann sie überhaupt nicht leiden und andersrum ist das eigentlich auch so. Und ja, es ist so, dass sie in einem alten Café leben, also über einem alten Café. Das Café hat mal den Großeltern gehört, die waren super tolle Konditoren. Und jetzt ist es allerdings so, dass daraus, ja, also die Tante hat daraus so eine Art, weiß ich nicht, was gemacht. Auf jeden Fall ist es nicht mehr so schön und idyllisch und das alles. Und jetzt soll es auch noch verkauft werden. Ihre Mutter setzt sich einfach nicht durch gegen die Tante und Charlotte ist deshalb immer sehr wütend. Sie nimmt dann die Uhr, die ihre Mutter ihr geschenkt hat, wirft sie aus dem Fenster und legt sich schlafen und am nächsten Tag wacht sie eben im Jahre 1980 auf. Ihre Mutter ist genau wie sie 15, ihre Tante 18, kurz nach dem Abi. Und ja, Charlotte ist sehr verwirrt, redet mit ihrer Mutter, öffnet sich ihrer Mutter dann auch, also ihrer 15-jährigen Mutter. Und die beiden versuchen so ein wenig irgendwie einen Weg zu finden, um Charlotte wieder in die Zukunft zu bekommen. Das ist nicht ganz leicht und im Verlaufe der Geschichte versuchen sie auch so ein wenig Dagmar, also die Tante, mit einem jungen Mann zu verkuppeln, der später ein Kaffeeketten-Imperium aufbaut, um eben Dagmar zu ärgern. Und das wollen sie eben verhindern und ja. Das Buch war ganz süß. Am allerbesten fand ich an dieser Geschichte die ganzen Sachen aus den 80ern. Das war wirklich toll gemacht und man hatte auch gemerkt, dass das hier, also Stefanie Gerstenberger ist eben eine etwas ältere Autorin und Manuela Martin ist die Schauspielerin von den Vampirschwestern, die Blonde von den beiden. Also eine sehr junge Autorin und eine schon etwas ältere, die halt die 80er Jahre mitbekommen hat. Und ja, also ich fand das Buch richtig süß. Mir persönlich hat so ein wenig eine richtige Liebesgeschichte gefehlt, aber es war tatsächlich so, dass es gar nicht so schlimm war. Weil es geht hier sehr viel darüber, dass Charlotte eben, ja, lernt, selbstbewusst zu sein, zu sich zu stehen und auch so ein wenig, ja, dieses ganze YouTube, Facebook, weiß ich nicht was, Zeug hinter sich zu lassen und auch ein bisschen zu leben. Denn das war alles sehr cool gemacht und es geht viel um ihre Mutter, also um die Konflikte, die da waren, also sich nicht durchzusetzen gegen Eltern, auch was Träume und Wünsche für die Zukunft angeht. Also insgesamt ein sehr tolles Jugendbuch. Aber ich glaube halt, dass es schon eher für eine etwas jüngere Generation geschrieben ist. Also so 13, 14 vielleicht, weil die Protagonistin eben auch erst 15 ist und das merkt man in der Geschichte auch so ein wenig. Was ich echt lustig fand, war, dass hier Tagebucheinträge drin waren, die wirklich so 1:1 auch in meinem Tagebuch stehen. Also fast 1:1. So von der Bedeutung her gibt es, glaube ich, Einträge in meinen alten Tagebüchern, so von der Zeit, wo ich so 14 war oder so, die wirklich genau da drauf passen. Das war ein bisschen creepy, aber es war ganz cool, weil ich mich dann doch mit der Protagonistin irgendwo identifizieren konnte, weil sie mir halt zu dem Zeitpunkt, wo ich 14 war, sehr ähnlich gewesen ist. Und ja, sowas hilft ja eh immer generell. Ja, ich fand Charlotte manchmal ein bisschen nervig. Gerade in der Phase zum Ende hin. Und sie ist auch jemand, sie kloppt halt wirklich Sprüche raus ohne Ende. Und das war ein bisschen zu viel. Ach so, und natürlich das Ende. Das Ende war für mich einfach total unlogisch. Also für Leute, die auf Zeitreisen und sowas stehen, das war eine Katastrophe. Aber gut, es ist ein Kinderbuch. Und bei zwei wie Zucker und Zimt erwartet man jetzt auch nicht die physikalisch korrektesten Zeitreisesachen. Weil es hier tatsächlich so ist, dass sie die Zeit, also sie die Zukunft komplett verändern, also komplett, also innerhalb ihrer Familie, ohne aber irgendwas Großes dabei zu verändern. Also es ändern sich wirklich von, weiß ich nicht, so
sechs, sieben Leuten, die leben komplett, aber alles andere bleibt gleich. Sie ist auf so einer Eliteschule, wo Dagmar sie hingeschickt hat, die hat darauf bestanden, sie muss unbedingt dahin. Am Ende ist es halt wirklich so, dass sich da viele Sachen geändert haben und es keinen Sinn eigentlich mehr machte, dass die immer noch auf dieser Schule ist. Insgesamt hat das Buch dann so 3 bis 3,5 Sterne von mir bekommen. Ich glaube, gerade für jüngere Generationen, die, also weil ich bin ja 91 geboren und ich war ja noch relativ nah an den 80ern, sagen wir mal, ja. Ich glaube, dass das für so Jahrgang 97, 98, 99 oder sowas, dass das vielleicht da eher interessanter nochmal ist, weil viele Dinge, aber ich habe auch sehr, sehr viele Dinge, kannte ich gar nicht. Also das mit den Aktenkoffern, anscheinend war es modern, mit Aktenkoffern rumzulaufen für die Kerls und wie die immer Dufte sagen. Ich bin hinterher auch zu meinen Eltern, als ich meine Eltern gesehen habe am Wochenende, habe ich dann auch so gesagt, habt ihr früher auch immer Dufte gesagt? Und die so, ja klar. Und ich dachte nur so, es klingt einfach so beknackt. Vielleicht wird cool oder hip oder so. Ich weiß nicht, hip sagt man ja auch nicht mehr, ne? Aber cool wird wahrscheinlich auch irgendwann total bescheuert klingen. So viel dazu. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Goodbye!